So, meine Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem Let's Play Genesis oder Genesis oder Genesis oder wie auch immer ihr möchtet. Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass ihr einschaltet. Ich wollte mich bedanken, Freunde, zuallererst für den ganzen Support auf die letzten Folgen. Danke für die ganzen Daumen nach oben, vielen, vielen Dank für die ganzen neuen Abonnenten, ihr seid echt wahnsinnig. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und es würde mich freuen, wenn ihr weiter so fleißig auf dem Abo-Button und natürlich auch auf dem Like-Button rumkloppt. Und weiter diesen kleinen, aber feinen Kanal supportet, so wie ihr es die ganze Zeit schon tut. Mich freut es einfach so sehr, dass Ark Genesis euch genauso viel Spaß macht wie Machi und mir. Ich kann es nur immer wieder sagen. Vielen, 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 vielen Dank. Freunde, jetzt ganz kurz. Ich wollte euch erzählen, was wir heute vorhaben. Und zwar, wir wollen einen Tuso Teutis zähmen. Machi hat das ja schon mal in einer seiner Folgen gemacht. Wenn ihr da fleißig zuschaut, dann wird euch das nicht unbekannt sein. Aber wir wollen jetzt nochmal zwei höher leveligere, wenn das so richtig ausgedrückt ist, an Start holen. Wir haben 245er gefunden und die wollen wir eben zähmen. Und dann muss ich euch noch ganz kurz was zeigen. Und zwar schwimme ich erstmal im Wasser. Oh, Alter! Okay, das war so nicht geplant. Netter Special Effekt. Der ist so lost, der Junge. Wir haben uns noch einen weiteren Moser rangeholt. Da unten ist er. Weil das ja so Ewigkeiten dauert hier, haben wir gedacht, wir machen das einfach offscreen, dann war er am Start, beziehungsweise haben wir den eben noch gezähmt und die wollen wir dann verpaaren. Also das heißt, wir werden ein Mosasaurus-Baby zur Welt bringen. Also nicht wir, sondern die Mosas. Das wird auch das erste Mal sein, dass ich das miterlebe. Ich habe das vorher noch nie gemacht und ich bin gespannt, wie das am Ende ausgeht. Also Freunde, wir haben wieder ganz viel geplant. Ich würde sagen, wir treffen uns jetzt mit Machi beim ersten Tuso Teutis und dann schauen wir mal, wie das so vonstatten geht. Also Freunde, ich würde sagen, bis gleich. Oh mein Gott. Hey, nein, Matsch, ich bin's nur. Das ist ja nur Warrock. Ja, nein, hey, nein. Warrock. Nein, ja, ich hab den weißen Hai nachgespielt mit dem schwarzen Hai. Warum bist du hier einfach so unterwegs? Ei, ich wollte ein Tuso Teutis zähmen, weil so, ich hab das bei dir in der Folge gesehen und da hatte ich gedacht, das muss ich auch unbedingt tun. Ja, das ist eine gute Idee. Das macht nämlich mega Spaß. Und die Folge war nice, Freunde. Guckt sie euch an. Also, die war echt nice. Oh, sehr, sehr ehrhaft von Ihnen. Auf jeden Fall würde ich sagen, du übernimmst dann diesmal und ich gucke mir das Ganze von außen an und will mal gucken, wie trottelig du dich dabei anstellst, wenn ich mich schon so trottelig dabei angestellt habe. Muss ich die schwarzen Perlen muss ich auf Null legen, ne? Yes. Da habe ich ja richtig Bock, Freunde. Das ist mega jetzt. Naja. Ja, das wird sau cool. Ja, okay. Nee, ehrlich jetzt. Ich finde es echt sau lustig. Okay. Super, der war hier unten irgendwo. Da, ich sehe schon. Endlich mal ein guter, nicht mehr so ein Larry-Lord, ey. Ich habe richtig Lust darauf. Ja, das war eine Chaos-Folge, habe ich gehört. Nur ein ganz bisschen. Okay, naja, dann. Aber sag's keinem. Okay. So, da will ich jetzt auch mal was sehen da. Zieh mich ran. Du wirst schon geklatscht. So, okay. Und jetzt musst du eben an. LOL, Easy Tape! Was zum Teufel, Alter, du hast es halt einfach. Och, Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dein Ernst, ey. LOL. Ja, das war einfach, Freunde. Ja, das mache ich auch immer so. Also ist bei mir ganz genauso gelaufen. Auch ohne Komplikationen. Also. Obwohl das Zähmen ist bei mir wirklich ohne Komplikationen gelaufen. Ein Plesio greift meinen Hai. Finden, das war. Das finden wir bei mir einfach richtig schlimm. Ja, nice! Oh mein Gott, ich dachte, ich sitze auf dem Hai und auf einmal boxe ich einfach in die Luft. Da ist er! Plesio, lass Ruhe. Ja, wir müssen gleich mal eben nach Hause gehen und einen Sattel machen und dann kannst du den mal ein bisschen testen. Oh ja, unbedingt. Weil meiner hat eigentlich schon recht viel Schaden gemacht dafür, dass meiner echt Larry-mäßig war. Also, ich denke, der könnte ganz schön stark sein. Oh mein Gott, dieser Plesio ist ein Endboss, ne? Willst du mir mal ein bisschen helfen? Oh, nee, ne? Nö. Hey, warte. Komm eben an. Ich bin. Plesio-Lappen! Ja, easy. Junge, der war nur Level 90 und das war so ein Endgegner. Olga regelt. Also, du so Teutus, die müssen wir unbedingt testen. Ja, Mann. Ich will wissen, wie viel Schaden die macht. Das muss gar nicht krass sein. Weil ich habe, glaube ich, irgendwie 130 gemacht und die schlägt halt mega schnell. Von daher. Ja, die macht so einen Dodge-Schaden, ne? So. Bam, 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 bam. Ja, Mr. Hai. Oh, lol. Warte, hier, tu so Teutus, greif an. Mach deinen Job. Oh, lol. Oh, also, so macht die halt gar keinen Schaden, weil, wenn die grapscht, macht die weniger Schaden. Okay, ja. Wenn die einfach nur so wild um sich haut, ist das krass.
Oh lol, einfach so ein kleiner Fisch greift den an, oder was? Hast du gerade gesehen? Ja, Mann. Ich hab nur die Schadensmeldung gesehen. Ich so, hä? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in Richtung Base und dann machen wir Sattel und dann geht's los, oder? Ja, okay. Okay, Leute, bis gleich. Hey. Hey, Leute, da sind wir wieder. Du, so toll ist es bei der Base, hat einen Sattel drauf, wunderschön. Du gehst damit mal unterwegs, weil ich habe mich letztes Mal schon genug genervt damit, weil die sind echt sehr merkwürdig zu lenken. Das wirst du auch gleich merken. Ich habe super Bock. Ich nehme halt unseren neuen Moser mit, weil der ist überhaupt noch nicht gelevelt so richtig. Oh, da nehmen wir den Kollegen mal mit und können vielleicht noch ein paar Level ranholen. Also du schwimmst halt, wenn du normal schwimmst, so rückwärts. Und wenn du halt angreifen willst, musst du dich einmal drehen. Okay. Dann hast du so diese Tentakeln da vorne. Ja, ja. Und dann kannst du zuschlagen. Du musst mal einmal stehen bleiben, dann dreht er sich nämlich, glaube ich. Okay, warte. Ah ja, ich sehe es gerade. Ja, und jetzt kannst du hauen. Jetzt kannst du so, ja, richtig. Nice. Also mega merkwürdig, wenn du da wieder losfährst, dann bist du halt direkt wieder gedreht. Hier, wollen wir die olle Schildkröte verprügeln? Ja, lass machen. Ja, Mr. Schildkröte. Der denkt auch, der kommt weg, ne? Kannst du den grapschen, ne? Ich glaube, Alter, 192 Schaden macht der. Ungelevelt. Ja, das ist halt echt krass, ne? Warte, wie grapschen wir denn mit C? Und Rechtsklick. Oh, du hast mich gegrapscht. What the fuck? Oh, lol. Du hast mein Moser. Moser-Drohne. Ja, ich mach doch gar nichts. Der hat Familie. Obwohl noch nicht. Nee, aber noch gleich. Nicht, bald. Oh mein Gott. Das sieht komisch aus. Das sieht richtig komisch aus. Ich will auch raus, aber. Du lässt mich ja nicht. Ah, jetzt. Easy. Ah, ist die Schildkröte tot? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ja, Schildkröte ist tot. Ja, die wusste ich. Geprügelt noch. Ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, wusste ich. Komm her, du Lappen. Also, du kriegst das ja schon ganz gut hin. Ich war echt super unkoordiniert. Obwohl, jetzt hast du auch so kleine Probleme, ne? Nö. Ja. Okay, doch, hab ich. Oh, okay, das war. Oh, du hast alles voll getintet. Ja, hab mich eintintet. Hau dir mal einen runter da. Der ist tot, oder? Nee, da ist immer noch irgendwo was. Ich sehe nix. Es ist alles schwarz. Ja, okay, vielleicht. Nee, er lebt noch. What? Du hast einen Job, ne? Ja, aber wie krapsche ich den denn? Mit Rechtsklick? Ja. Eigentlich schon. Ja, leichte Koordinationsschwierigkeiten? Nein. Ach so. Das sieht bei mir mega buggy aus. Auf einmal bist du einfach komplett gedreht. Und dann kannst du Linksklick angreifen eigentlich. Aber kann man die nicht grapschen? Ich habe halt keinen Plan, was man grapschen kann. Ich auch nicht. Ah, du Lappen. Oh, ja. Wirst du so sterben. Stirb! Crazy. Achso, das sind auch X. Oh mein Gott, du hast mich geklappt. Warum? Warum? Wo wurde euch verdient? Junge, jetzt bin ich richtig in deinen Clown. Also, lass los! Topor. Was zum Teufel? Junge, du hast sogar sogar Topor gegeben. Was zum Fick? What? Das war dafür, dass du mich geprankt hast, Mann. Achso, ja. Ich wollte dich auch mal pranken. Der gute alte Prank. Ja, nice. Ist super cool. Achso, das war echt Bock, das Ding, ne? Ja. Eigentlich. Also, aber es ist halt echt ungewohnt. Ich geb dir mal ein bisschen Schaden. Ja, ich will mal sehen, wenn du ein bisschen Schaden gelevelt hast, wie krass das ist. Okay, warte. Ich müsste noch ein paar Level mehr reinhauen. Aber so. Ein bisschen weiter. Ich wollte mich eigentlich jetzt nicht zu lange mit dem Ding aufhalten, weil wir haben noch eine. Noch ja, wir haben noch eine Mission. Angucken, ne? Und hier ist auch Wand. Und ich komme auch gerade nicht aus der Eulenanemone raus. Ich war komplett stuck. Wo ist der Matsch? Ist auch noch hier. Nice. Ich gehe gerade nach unten ein bisschen. Nach unten? Ja. Okay. Rein in die Olga. Oh Leute, hier ist noch ein Tusoteutis. Olga ist aber in der Base, Mann. kann ich so einen Ollen Hai krapschen? Ja, kannst du. Und ich hau einem Tusoteutis eine runter. Das klingt nach einem Deal. Okay. Mr. Hai, kommen Sie her? Nee, der krapscht mich jetzt. Oh, was ein Hund. Jetzt weiß ich, was du meinst. Oh nein. Alle. Ein Arsch voll Haie. Tusoteutis kriegt auf den Sack eigentlich. Oh, der hat mich voll getintet. Trotzdem ist er tot. Alter. Tinte nimmt dir die Sicht. Alter, hätte Ark das da nicht hingeschrieben, hätte ich es nicht gewusst. Mama, ich habe ein Problem. Was machst du schon wieder? Ich weiß es noch nicht. Eine Sekunde alleine lassen, ne? Diese ollen Aale, ey. Ja, die nerven echt ein bisschen. Oh Gott. Wenn ich wüsste, wo du bist, würde ich dir helfen. Ja. Willst du dich vielleicht zu mir porten? Du bist doch im Wasser, ne? Ja. Ja. Okay, klar. Nicht, dass unser neu gezähmter Moser an Land geht.
Das wäre vielleicht nicht so geil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, jetzt bin ich auch mittendrin. Da ja. Ist. Oh mein Gott. Oh, ich bin fast tot, Alter. Oh, du musst da raus. Ja, unbedingt, aber ich bin stuck. Der macht nichts. Oh, Junge. Ich versuche dir zu helfen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich versuche dir zu helfen, Mann. Ja. Oh Gott. Alter, war das knapp. Du gehst so drauf. Ja. Du gehst so drauf, ja. Oder? Ich oh weiß, mein Gott, ist das low, ist der low. Hab ich dich gerettet? Ich hab dich gerettet. Oh bitte. Okay, okay. Oh, oh mein Gott. Danke, ja, Ehrenbruder Machi. Lass sie raus, bitte. Ab geht's nach Hause. Okay, Leute, es geht ab nach oh Hause. Oh Gott. Und dann machen wir Moser Party. Ja, bis gleich. Hey, Leute, na? Na? Wir sind wieder zu Hause und es ist absolut alles nichts schief gegangen. Nein. Und der Tuso Teusch ist halt überlebt, wie immer. Also gerade so. Das der war absolut gar nicht knapp. Und was wir jetzt machen, ist Mosers Pan, oder? Ja, Mosers Pan, Freunde. Hoffentlich wird das so easy. Ich finde das so mega lustig, wie unser Moser ab und zu einfach so random schießt. Ja, irgendwelche Fische so. Mati? Ja? Soll ich die Mutatoren anschmeißen? Yes. Okay. Tun Sie dies. Ich bin hier schon am Schwimmen, dann stelle ich die schon mal auf Fahren. Easy. Oder ich bin auf einmal einfach in dem Moser-Raum drin, okay, wo ich auch definitiv rein wollte. So, zack, Verhalten, Paarung aktivieren. Nice. Nee, das klappt. Nee, man muss jetzt wieder an tiefsten Meeresgrund schwimmen, um das zu machen. Der schießt auf Fische, was zum Teufel? Ja, sag ich doch, der schießt einfach die Fische weg. Und sie sind am Paaren. Nice. Okay. Und bei Mosas ist so, die werden schwanger, von daher müssen wir eh noch eine halbe Ewigkeit warten. Wenn die Paarung durch ist, ist es auf jeden Fall noch nicht so weit, dass das Baby direkt kommt. Ja. Von daher machen wir nochmal einen Cut und kommen dann wieder, wenn es soweit ist, oder? Ja, kurz vorher? Ja. Ja, ja, okay. Alles klar. Ja, ja. Ja, okay, ja, bis gleich. Ja, ja. Haut rein. So, hey. Leute, da sind wir wieder und hier war gerade noch richtig Action. Wir müssen gerade einen Fischschwarm schnell noch beseitigen. Wie lange dauert es noch? 11 Sekunden. 11 Sekunden, oh mein Gott. Oh, wir sind genau rechtzeitig. Weil hier war gerade einfach so ein Fischschwarm direkt vor unserer Base und wir dachten so, wenn der Moser da gleich den richtig rauspfeffert, dann fliegt er so in die Fische und dann war es das Spiel. Da ist er! Da ist er! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der wird rausgedrückt wegen dem Fossfield. Oh. Ich hab ihn. Junge, wie süß ist der denn? Hast du was zu essen dabei? Ja, komm her, komm rein. Gott. Mr. Baby, komm. Komm rein. Baby, komm bloß wieder zu uns. Oh mein Gott. Oh Gott, ist der goldig. Oh mein Gott, der ist wie... Oh, der ist auf Wandern. Oh mein Gott. Verhalten, Wandern deaktivieren. Nice. Und still. Okay. So, ich packe ihm Fisch rein und Fleisch. Ja, wir wissen halt nicht genau, was er ist, aber ich denke mal, Fleisch geht auch klar, weil Moses ist ja so auf. Ja, der frisst Fleisch, der frisst keinen Fisch, der frisst seine Artgenossen nicht gerne. Das ist ein richtiger Ehrenbrudi. Oh, guck mal, wie süß der ist. Wir müssen unbedingt eine Nanny hier aufstellen, dass er auch Imprint bekommt. Ja, ja. Der wird nämlich super sick, glaube ich. 225 nice. Level. Alter. Ist, glaube ich, ein Perfect 150er Tame, ne? Ja. Junge, krank. Junge! Okay. Oh! Der ist so süß! Unser kleiner Moser! Oh Gott! Guck sie euch an! Das erste Mal, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe noch nie eingezüchtet. Ich auch nicht. Also, ich will auch nicht lügen, aber. Kann sein, dass ich das schon mal gemacht habe, irgendwann vor einer halben Ewigkeit. Ultra nice, Mann. Ultra nice. Hat er bei dir auch Blut oben auf der Nase? Nö. Oder ist das. Das ist seine Nase. Also das rote Ding, so ein Pickel da vorne drauf? Also jetzt beleidige ihn doch nicht, Mann. Hat er das bei dir auch? Nein. Muss ich mal bei dir gucken, Alter, wie das aussieht. Ja, das sieht echt merkwürdig aus. Ich so einen schwarzen. Hello, Alter. Eigentlich haben die das nicht. Okay, das sieht schon merkwürdig aus. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge, ja, oder? Ja. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wäre super lieb von euch. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wir wünschen euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi. Tschüssi. Chili Gang. Bra, 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 bra. Ciao. Und tschüss.